Do you wish to change it? Huh? The future. It is every man's desire to change the future. Is that not so? Even if everything has been predestined, will you not oppose it? I... The Monado is now in your hands. The Monado will grow with you. If you can find the true Monado, the future is yours. The true Monado. Shulk! Shulk! Ryan! Shulk! Shulk! Ryan! What are you playing at? Give us a hand! Okay, und da sind wir wieder bei Let's Play Xenoblade Chronicles. Wir haben ja gerade den Traum von Shulk gesehen, in dem er mit, ja, irgendeiner unbekannten Person geredet hat und über die Zukunft und wie er sie verändern möchte, da er sie verändern möchte. Was auch immer das zu bedeuten hat, werden wir bestimmt noch irgendwann rausfinden, aber jetzt sind wir wieder in der Notlage. Denn wir wurden von den Spinnen angegriffen, die wahrscheinlich auch die von der Soldatenhändler aus Colony 6 getötet hatten. Aber zum Glück können wir uns ja wehren. Und das klappt ja auch relativ gut, wie man sieht. So. Ich glaube, wir könnten ja auch nochmal eine Angriffskette starten gegen die Monster hier. Okay, ja doch, sieht gut aus, würde ich sagen. Ich glaube, den Kampf müssen wir diesmal gewinnen. So, und zack. So, zack. Okay. So, was auch immer der Traum zu sagen hatte. Und ja, es gab ja auch einen Traum mit Ryan und einer Riesenspinne. Na, mal sehen, was da noch auf uns zukommt. Sah auf jeden Fall nicht so freudig aus. Und ich bin ja eigentlich auch kein Fan von Spinnen. Aber das erstmal hinten angestellt. I'm sorry, Ryan. Don't worry about it. It looked like you were having a nightmare. Really? The Monado is now in your hands. The Monado will grow with you. If you can find the true Monado, the future is yours. The true Monado? Was I dreaming? What's with you? We'd better get a move on. Was it a dream? Was it a vision? What should I do? I could tell Ryan, but I don't know. So, was auch immer es war, wir werden es bestimmt bald herausfinden. Ich mache aber nur mal ganz schnell einen kleinen Cut in dieser Folge, da ich, wie ihr ja mitbekommen hattet, die Szene zerlegt habe als Folge. Und ja, ich muss jetzt mal kurz einfach einen kleinen Cut machen. Ich bin ja gleich wieder da. So, und da bin ich auch schon wieder schuldig für den kleinen Cut. Und was haben wir hier? Zerlumpte Rüstung. Die müssen wir bestimmt später irgendwo abgeben. So, wir gehen jetzt einfach weiter in die Tefra-Höhle. Und, bin ich jetzt falsch gegangen? Ja, bin ich. Weiter in die Tefra-Höhle, um zu Colony 6 zu kommen. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo wir hier lang müssen. Ich glaube, hier lang. Genau, hier ist auch schon der Quest, die Story.
What on Bionis are those? Monster's egg sacs, I think. But it looks like there are Mechon parts inside as well. Man, what kind of monsters are they? Probably some type of arachno. Ryan, get back! Ryan! No! If that vision comes true, then Ryan, I've got to find him! Oh, na da war Ryan weg. Das heißt also, was akustische Typen reagieren auf laute Geräusche. Diese Gegner greifen an, wenn sie dich rennen hören. Ist mir aber erstmal relativ egal, denn wir müssen Ryan retten. So, kommen wir da irgendwie hoch? Nein, sieht nicht so aus. Okay, das heißt, die Gegner reagieren auf lauter. Kämpfen kann man zumindest gegen die Viecher. Aber macht jetzt nicht so viel Schaden. Ah, und okay, da schlüpfen dann die Spinnen raus. Verstehe. So, gegen Level 6 Spinnenarbeiter dürfte ich es eigentlich schaffen. Auch ohne Ryan. Aber wie man sieht, macht er trotzdem genug Schaden für Level 6 Monster. So. Und die meisten Angriffe gehen auch vorbei. Ach ja, hatte ich das. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte mit dem Kampfsystem. Sobald man einen zu hohen Levelunterschied hat, ich glaube ab. Ich glaube 5 Level sind dann schon immer kritisch. Machen die Angriffe keinen Damage mehr, sondern gehen alle vorbei. Und das ist das Problem mit zu starken Monstern. Die meisten Angriffe gehen einfach ins Leere. So dass man sich nie mit zu starken Gegnern anlegen sollte. So, was haben wir hier? Försterschuhe, Spinnenseite. Oh, wir haben anscheinend ein Quest-Item Spinnenseite. Und den haben wir erledigt. Försterhandschuhe haben wir bekommen. Die können wir Schalke gleich anlegen. Ja, Schöpferschutz. Oh, ich glaube, da kommen wir gar nicht besser, wenn wir die anlegen. Da wir an Damage verlieren, das würde ich lieber hochlassen. Und Botschafterschuhe. Försterschuhe. Die würde ich mal anlegen. Ja, sehen ähnlich scheiße aus, aber ich würde mal sagen, die können wir angelegt lassen. Und tun dort mal. Giftschutz ist vielleicht gegen die Spinnen ganz nützlich. Ich weiß noch nicht, ob die einfach giften können, aber so als Vorsichtsmaßnahme. You thieves just don't give up, do ya? Ryan! I've got to hurry. If I can get up there, I should be able to reach him. Okay, markiert. Ach so, das Zeichen markiert erkletterbare Wände und Säulen. Bewege dich auf ein, ja, was auch immer, Hoch-Runter-Symbol zu, um an der gekennzeichneten Stelle zu klettern. Gut, Durchmandel. Ich sammle mal schnell die ganzen Sammel-Items ein. Und da hinten haben wir auch ein Quest-Item, diese rot schimmernden. Zack, Anhänger. Okay. Die Quest dazu können wir uns natürlich dann später noch besorgen. So. Aus Jux und Dallerei greife ich jetzt erstmal die Tesra-Echse an. Und zack. So, hier sind jede Menge Tesra-Echsen. Und was ist das? Ich war eigentlich ein Unkor da. Na. Gefräßiger Eugenlevel 11. Nein, mit dem lege ich. Ich wollte eigentlich gerade sagen, mit dem lege ich mich lieber nicht an. Und da sieht er mich auch schon. Nein, geh weg. Gut. Ich sammle noch schnell die Sammel-Items hier im See ein. Einfach, damit wir sie haben. Ich kann dann gleich nochmal ins Collecticon gucken, ob wir noch was eintragen können. Und eigentlich hoffe ich ja auch, die Sammel-Items für die Quest zu bekommen. So, Items, Collecticon. Genau, eine Irrsinnsminze haben wir. Giftschutz. Why not?
sehe ich denn da auf der Karte? Da hinten scheint es anscheinend irgendwas zu geben. Die Höhle, genau die hier, meinte ich. Speichertür. Du brauchst einen Schlüssel, um die zu öffnen. Schade. Die Ethermine, ach, da am Wasser, okay. Die sollten wir ja nicht auslassen. Die können wir dann beim, ich glaube, das hatte ich nämlich nicht erzählt beim letzten Mal. Die Ether-Kristalle oder, ja, ich glaube, oder Ether-Juwelen, die wir, nein, Ether-Kristalle, glaube ich, können wir dann beim Juwelenonkel in Kolonie 9 zu Juwelen umrüsten lassen oder umschmelzen lassen, die wir dann in unsere Ausrüstung anbappen können, wie zum Beispiel Giftschutz oder Agilität oder das, was ich jetzt mal rangeschmiedet habe, so notdürftig. Okay, da scheint es Richtung Ryan zu gehen. Hier ist er auch lang gerannt. Und anscheinend passiert auch gleich wieder irgendwas. Schult! Where are you? Ryan! Ryan! There's too many of them! I kill one and 10 more pop up! Ryan, no! Not that way! Ryan! Shoot! Things are trying out us. Let's do this, Shulk. Right. Okay, das Monado hat anscheinend eine neue Fähigkeit gelernt. Genau, Schild. Damit können wir uns gegen die Angriffe verteidigen. Was steht hier denn? Zukunftsvisionen. Ab sofort wirst du Gefahren, die dich im Kampf erwarten, voraussehen können. Visionsbalken. Angreifer, Technik, Opfer, Status und der Countdown. Der Visionsbalken stellt alle wichtigen Details zu dem bevorstehenden Angriff dar. Details zu künftigen Angriffen. Weiß, Spezialtechnik, Rot, physischer Angriff und Blau, Ether-Angriff. Die Schriftfarbe verrät dir die Natur der Attacke, wie der Gegner Gefährten vor Gefahren waren. Nähere dich einem Mitstreiter und drück B, um ihn vor einem zukünftigen Angriff zu warnen. Eine Warnung verbraucht einen Balken der Gruppenleiste. Du erhältst Zugriff auf alle Techniken des gewarnten Gefährten. Angriffstechniken werden automatisch auf den Visionsbalken angekündigten Gegner gerichtet. Gemeinsam die Zukunft ändern. Durch das Eingreifen eines gewarnten Gefährten kann die Zukunft geändert werden. Ändert sich die Zukunft, so zerschellt der Visionsbalken. Arbeite mit deinem Mitstreiter zusammen, um künftige Gefahren von der Gruppe abzuwenden. Zukünftige Angriffe kontern. Spezialtechniken lassen sich nur durch das Monado-Technik-Schild abwehren. Beispiel Spezialtechnik Arachno-Quetscher 1. Ryan ist Anführer, weise Schulk an, den Monado-Schild einzusetzen. Schulk als Anführer, aktiviere das Monado und setze den Schild ein. Okay. Ist ja nicht so schwer, glaube ich. Arachno-Quetscher, Schalk, würde uns töten, leider. Dann setzen wir da einfach mal das Schild ein, wenn ich das bald mal beibekommen würde. Ach, hab ich schon. Und schon zerschellt da oben der Visionsbalken, wunderbarerweise. So, ist die Frage, ich glaube, wir sollten erstmal den Spinnenkönig angreifen. Und uns nicht so auf die kleinen Viecher konzentrieren. Oh nein, umgeworfen. Ich habe Angst. Nein, geh weg von mir. So, jetzt würde ich gerne eigentlich eine Combo starten. Aber, ach, ich bin festgekettet am Boden.
So, weil kann ich ja mal die Kleine fertig machen. Oh nein! Nein! Verdammt! Ryan, hilf mir! Ach, der steckt auch fest. Okay, da ist das Problem. Und Knöchelbiss von der Minispinne. Ja, ist natürlich. Und ich bin tot. Schade. So, Ryan, hilf mir. Ryan. Dankeschön. So. Ich glaube, ich sollte mich doch erstmal mit diesen Minispinnen beschäftigen, bevor ich mich mit den großen anlege. Weil wir sonst wahrscheinlich zu viel Schaden nehmen, wenn wir sie allein angreifen. Oder wenn sie, ja, wenn sie uns alle einzelnen Schaden zufügen, summiert sich das ja am Ende. Und ich glaube, es ist besser, wenn wir uns dann den kleinen Spinnen entledigen. Ich hoffe halt nicht, dass sie dann zurückkommen. So, zack. Und sie kommen ja anscheinend doch zurück. Verdammt. Gut, dann legen wir uns halt mit der Spinnenkönigin an. Und ich glaube auch ein Gruppenangriff wäre nicht so clever, da wir dann nicht mehr genug Zeilen in der Gruppenleiste haben, um uns wieder zu beleben. Was ich dann doch für wichtiger halten würde. Und, naja gut, wir machen wenigstens etwas Damage bei der Spinnenkönigin. Das ist schon mal viel wert. So. Was wird das Problem sein? Der Arachnoquetscher. Das heißt, wir müssen mal wieder unsere Monade bemühen. Zack und zack. Gut, ich meine, solange das super klappt, ist ja kein Problem mit diesem Arachno-Quetscher. Ich finde den Namen übrigens lächerlich, aber das ist ja erstmal eine andere Sache. So, ich würde auch gerne wieder hinter das Monster kommen. Oder zeitlich daneben, damit ich mal meine Techniken zum Einsatz bringen darf. So, zack. Genau das meine ich. Was? Ryan ist tot? Das ist jetzt blöd. Weil wenn wir jetzt sterben und er tot ist, dann ja, sind wir so gesehen Geschichte, aber gut. Ich hab's ja gerade noch geschafft. Ja. Und jetzt darf Ryan nicht sterben. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ja. So, okay. Och, bloß gut. Ich dachte, es wär's schon aus mit uns, hey. Nochmal sterben möchte ich sehr ungern. So. So, na komm schon. Nicht mehr viel. Was ist denn jetzt? Knöchelbiss, Ryan. Ey, wollt ihr mich verarschen? Nein, ich warne jetzt Ryan nicht, da wir den Kampf doch eher beendet haben. Mein Gott. Wir heilen ihn mal. Das heißt nämlich, er wird auf keinen Fall sterben. So, und ja, geschafft. Oder? Oh ja, gut. Looks like the Monado works on more than just Mekon. I gotta say, that's pretty awesome. Ryan, I just realized something. Huh? The future I see, it isn't set. I think it's more like a warning. A warning? Yeah. A warning about what will happen. What will happen if I don't do anything. Or if I can't do anything. So I can use this power to change the future. And that's exactly what I intend to do. You've got my vote. And if you really can do that, I think Fiora would have liked it too. Yeah. Right, let's get moving.
We're nearly at the Bionis knee. Soweit, so gut. Was haben wir erhalten? Sekret der Königin nehmen wir natürlich mit. Wozu auch immer. Spezialtechniken durch Schild abwehren. Die Spezialtechnik der Gegner haben verschiedene Level. Um eine Spezialtechnik abzuwehren, muss der Monado-Schild ihr im Level ebenbürtig oder überlegen sein. Begegnest du einem Gegner mit einer starken Spezialtechnik, solltest du den Level des Schildes entsprechend erhöhen. Okay, Talentverknüpfung. Harmonierende Charaktere können von den Talenten ihres Partners profitieren. Drücke im Talentbaum Bildschirm 1, um die Verknüpfung aufzurufen. Weitere Tipps dazu findest du in der Rubrik Tutorial. Das wollte ich nicht, sondern das. Techniken können wir zuerst mal gucken. Monado-Techniken trainieren. Wähle in Schulkstechniken das Monado-Zeichen aus und drücke A, um die Übersicht der Monado-Techniken aufzurufen. Hier. Ich würde aber trotzdem gerne den Rückenschlag trainieren, da er einfach mega Damage macht, sobald wir uns gut positioniert haben. Und bei Ryan, damit er eine Technik voll abgegradet hat, erstmal das. Wer Knochenhaken meinetwegen auch. Einfach weil wir da jetzt noch die Punkte dazu hatten. Und so, Verknüpfung. Wie sieht's denn nun aus? Bei Ryan können wir zwei Dinge verknüpfen. Das hat er noch nicht frei und das auch noch nicht. Ja, das bringt natürlich super viel. Bei Shulk. Ja, mittlere Rüstungen, okay, das hat er aber auch. Von daher bringt das nicht allzu viel. Wir könnten dann also Kampftalent, wilder Hohn erzeugt mehr Wut. Könnten wir. Nein. Das hier meinte ich doch. Kampftalent. Heilt beim Ermutigen eines Gefährten gleichzeitig KP. Das könnten wir Ryan geben. Damit er dann überhaupt was von uns hat. Das ist das nächste, was er. Klebriges Netz. Tja, das war's mit dem klebrigen Netz. Damit Ryan überhaupt ein paar Fähigkeiten von uns lernt und von Ryan erlernen wir so schnell ja nix. Wie es aussah. So, wir haben es, glaube ich, geschafft, ne? No matter how many times I see this, I never get used to it. On the other side of those clouds. Yep. It's our enemy. Mekonis.